طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mein Internet war alle und das Akku auf dem anderen Handy ist auch alle. Deswegen habe ich jetzt ein anderes Handy genommen. Okay, inshallah. Also ich habe jetzt das Afrika-Projekt, ich sage mal mehr oder weniger ein bisschen bekannt gemacht. Ja, was das ist, was wir da genau machen. Und inshallah ta'ala werde ich morgen einen Aufruf machen bezüglich des Afrika-Projektes, bezüglich der, der Moschee oder für die Moschee, die jetzt inshallah bald eröffnet wird, die 15. Moschee für unsere neuen Geschwister. Inshallah werden wir da, werde ich morgen einen Aufruf machen, damit wir inshallah alle zusammen für diese Moschee inshallah dann spenden. Ich wollte inshallah jetzt Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Wassalam ala Rasulillah über den nächsten Vortrag sprechen, und zwar über das Thema: Sag mir, wer dein Freund ist, dann sage ich dir, wer du bist. Ja? Und liebe Geschwister, eine der wichtigsten Sachen für jemanden, der wirklich ein guter Mensch sein will, dass er ein guter Gläubiger ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Mensch muss sich gute Freunde besorgen. Ja, er muss im Islam nach guten Freunden suchen, ja, und diese als Freunde behalten und für sie da sein und diese Freundschaft bewässern, diese Freundschaft, wie kann man das noch sagen, diese Freundschaft halten, für diese Freundschaft opfern, diese Freundschaft wertschätzen, ja. Mullahi, man muss das, liebe Geschwister, denn sag mir, wer dein Freund ist, ich sage dir, wer du bist. Wir sehen heute leider, wir sehen heute viele Muslime, die sind schlechte Muslime oder schwache Muslime oder die sind Sünder oder die sind katastrophal, weil ihre Freunde katastrophal sind, weil ihre Freunde so sind. Und deswegen, liebe Geschwister, weil ein Freund, as-sahib, wie man im Arabischen sagt, dein Freund, der zieht dich. Wenn deine Freunde gut sind, wenn deine Freunde rechtschaffen sind, wenn deine Freunde gottesfürchtig sind, dann werden dir deine Freunde sagen: Hey, lass mal zum Gebet gehen, lass mal einen Vortrag hören, lass mal spenden, lass mal hier was lernen gehen, lass mal dies machen, lass mal, er wird dich rufen zu den guten Dingen. Wenn du was Schlechtes machst, er wird dir sagen: Hey, das geht nicht, fürchte Allah, das geht, das darf man nicht, etc. Das ist, wenn deine Freunde schlecht sind. Wenn deine Freunde so gut sind, das hat einen großen, einen gewaltigen Einfluss auf deine Religion, ja, auf deine Rechtschaffenheit, auf deine guten Taten oder auf deine schlechten Taten. Ja, wenn du gute oder schlechte Freunde hast. Deswegen, liebe Geschwister, ist das sehr, sehr wichtig. Deswegen sagt immer Allah Azza wa Jalla im Koran: Al-Akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-Muttaqin. Der Freund wird an jenem Tage ein Feind sein. Am Tag der Auferstehung wird dein Feind sein, außer die Gottesfürchtigen. Dein Freund wird dein Feind sein am Tage der Auferstehung, außer die Gottesfürchtigen. Ja, außer die Gottesfürchtigen. Sie sind die einzigen, die wirklich die wahre Freunde sind. Ein Freund, der wirklich wahrhaftiger, ein wahrhaftiger Freund ist, ein wahrhaftiger, ein ehrlicher Freund ist, ist der, der dir Gutes will im Diesseits und im Jenseits, der dich nicht ausnutzt für das Diesseits, für sein Diesseits, egal was kostet es, was es wolle. Nein, ein guter Freund ist der, der dich auch mal packt, der dir sagt: Hey, das ist falsch, hey, das ist Haram, hey, das macht man nicht, hey, das ist Sünde, hey, das ist üble Nachrede, das ist Geläster, das ist Lüge. Nein, derjenige, der dich auch manchmal zum Weinen bringt, der dich wirklich packt, der dich zum Guten ruft, das ist ein wahrhaftiger Freund. Nicht ein Freund, der dich nur zum Lachen bringt, auch wenn er sich gerade über andere Menschen lustig macht. Ein Freund, der dich ruft zu den Sünden. Ein Freund, der dir sagt, wo morgen die nächste Party ist und wo man, komm, lass mal zur Stadt gehen, lass mal diese Frauen klar machen, lass mal da klauen gehen, lass mal, das ist kein Freund, das ist dein Feind. Er wird dich in die Hölle bringen, wal'iyadu billah. Allah sagt das über ihn. Allah sagt dir im Koran. Allah sagt zu dir im Koran gewaltige Worte: يَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ
يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الله sagt im Koran über den Tag der Auferstehung. Allah sagt: يوم يعض الظالم على يديه. Am Tage der Auferstehung wird derjenige, der sich selbst Unrecht begangen hat, der zu sich selbst ungerecht war, der Ungerechte, wird am Tage der Auferstehung in seine Hände reinbeißen, reinbeißen, weil er bereuen wird. Und er wird sagen, oh wehe mir, hätte ich doch nur denjenigen nicht als Freund genommen. Er hat mich wahrlich in einen Irrweg gebracht. يقول يا ليتني, oh wehe mir, was habe ich bloß angerichtet? لم أتخذ فلانا خليلا, hätte ich bloß den so und so oder die so und so nicht als Freund oder als Freundin genommen. Er hat mich wahrlich zu einem schlechten Weg gebracht. Er hat mich wahrlich vom Wege Allahs, vom geraden Weg abgebracht, zu einem Irrweg gebracht, zu einem schlechten Weg gebracht. Er, dein Freunde, deine Freunde, liebe Geschwister, dein Freund bringt dich dazu zu rauchen und dann später zu kiffen und später zu trinken und Sinner zu begehen, in die Disco zu gehen, zu saufen, zu klauen, zu betrügen. Dein Freund ist es. Deswegen achte darauf, wer dein Freund ist. Hab gute Freunde bringen dich zu einem guten Weg. Schlechte Freunde bringen dich zu einem schlechten Weg. Aber du hast die Chance, du hast die Wahl. Die Wahl ist dir überlassen. Du kannst selbst aussuchen. Keiner zwingt dich, mit Gangster rumzuhängen. Wallahi, du bist nicht cool, weil du mit irgendeinem Gangster, mit einem Rapper, mit einem Junkie rumhängst. Nur weil Leute ihn kennen, weil Leute Angst vor ihm haben. Boah, alle haben Angst vor ihm. Der hat die geilsten Autos, Weiber, dies, das. Was ist das? Der ist gar nichts. Der ist Abschaum, der Typ. Der ist gar nichts. Der wird in der Hölle brennen. Willst du sein Freund in der Hölle sein? Was ist das für ein Leben? Du bist weit weg von Allah, weit weg vom Propheten, weit weg vom Koran, weit weg von der Rechtleitung, weit weg vom Paradies. Du lebst eine Hölle. Du lebst das Höllenfeuer auf Erden. Was für cool, subhanallah. Cool ist, wenn du cool, du bist dann cool und du bist dann, wie kann man sagen, auf Mode und du bist cool, wenn du auf dem Weg von Allah bist. Wenn du so lebst, wie Allah es will, wenn du pünktlich betest und fastest und gut zu deinen Eltern bist, wenn du deine Gebete pünktlich verrichtest, wenn du deine Zakat gibst, wenn du Sadaqa gibst, wenn du dich um die Armen kümmerst, wenn du deine Familie besuchst, wenn du deine Eltern ihre Hände küsst und sie ehrst und sie unterstützt, wenn du spendest, wenn du ein gutes Benehmen hast, wenn du hilfsbereit bist, wenn du eine schöne Wesensart bist, dann bist du cool, das ist cool, alles andere ist nicht cool. Alles andere ist gar nichts, ist der absolute Schrott, ist out, subhanallah. Deswegen, liebe Geschwister, achtet darauf. Leute sind heute im Ramadan, wallahi, man lebt im Paradies. Ramadan ist Paradies auf Erden, wallahi. Was möge Allah Azza wa Jalla uns viele Ramadan schenken. Allahumma laka alhamd wa laka ash-shukr ya rabbal alamin. Allahumma laka alhamd wa laka ash-shukr. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wallahi, wir leben Paradies auf Erden mit diesem wunderschönen Paradies im Monat Ramadan. Und manche Leute, wallahi, statt dass sie genießen, das Fasten genießen, die Gebete genießen, Koran genießen, Tarawih genießen, diese wunderschöne Zeit genießen, ja, indem man den Iman, den Glauben mal ein bisschen schmecken kann, subhanallah. Oder sie sitzen in Cafés rum, in Shisha-Bars, rauchen, labern irgendeinen Müll, gucken irgendeinen Müll, hören Müll. Was ist das, subhanallah? Ich kann doch die Worte meines Herrn hören. Ich kann die Worte von Allah hören, die Worte von Allah reden, die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hören und genießen und leben, damit einschlafen, damit aufwachen, mit Dua aufstehen, mit Dua schlafen gehen, in der Moschee meine Zeit verbringen, Koran hören, das Gebet verrichten. Was gibt es Besseres, wallahi? Was gibt es Besseres als Ramadan, diesen Monat, ja, in Wonne, in Genuss, im Paradies zu verbringen? Stattdessen hängt man mit irgendwelchen Junkies in irgendeiner Shisha-Bar
und geht saufen und geht Party machen mit irgendwelchen betrunkenen Affen. Möge Allah uns und alle Leute recht leiten. Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, aber alles hängt davon ab, wer deine Freunde sind. Ist dein Freund oder deine Freundin, wenn man jetzt die Schwestern anspricht, wenn deine Freunde rechtschaffen sind, wenn sie Gläubige sind, ja, dann werden die wohin gehen? Die werden entweder in die Shisha-Bar gehen oder sie werden in die Moschee gehen. Ja, also deine Freunde werden entweder in die Shisha-Bar gehen, rauchen, Müll labern, Geld für Müll ausgeben und Müll hören, Müll gucken. Entweder sie werden das tun oder sie werden in die Moschee gehen, Tarawih beten, Fasten brechen, Dua machen, Koran lesen, ja, danach nach Hause gehen, weiter Koran lesen. Entweder das oder das. Es gibt ja nur zwei Sachen. Entweder bist du auf dem Weg von Allah oder du bist auf dem Weg von Shaitan. Aber sag mir, was deine Freunde sind, dann sage ich dir auch, wer du bist. Sind deine Freunde rechtschaffen? Wenn sind deine Freunde gläubig? Sind deine Freunde Leute, die Ramadan lieben, Allah lieben, Koran lieben, das Fasten lieben, Koran rezitieren lieben, Koran Rezitationen hören lieben, Hajj und Umrah lieben? Sag mir, wenn die so sind, wirst du auch so sein. Deine Freunde werden nicht alle gläubig sein und gut sein und du wirst nachts gehen die in die Moschee und du gehst kiffen. Kann nicht sein. Deswegen liegt es an dir, wen du aussuchst, subhanallah. Die Sahaba radiallahu anhum, sie haben ihren Ramadan geschützt. Sie haben ihren Ramadan geschützt, indem sie sich zurückgezogen haben in die Moscheen. Sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben das gemacht. Sie haben sich zurückgezogen in die Moschee, in die Paradiesgärten der Erde, in die Häuser Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben sich zurückgezogen und haben dann in der Moschee gesessen und haben dort ihr Fasten bewahrt, ihr Ramadan bewahrt. Sie haben gefastet, Koran gelesen, Dua gemacht, Dhikr gemacht, Allah azza wa jalla gedacht. Ja, sie haben ihre Zeit dort verbracht, wo sie ihr Fasten beschützen, wo sie es ausnutzen können. Wo sie noch weiter gute Taten machen konnten und nicht das Gegenteil. Aber andere Leute, liebe Geschwister, haben kaputte Freunde, schlechte Freunde. Haben schlechte Freunde, subhanallah. Und was machen die? Ja, was machen die wohl? Du kannst froh sein, dass sie überhaupt fasten, aber dieses Fasten, tagsüber sind die am Schlafen und haben keine Ahnung, was sie machen. Und nachts machen die das Gleiche. Ja, sie fasten brechen, als wäre Ramadan nur tagsüber. Und nachts haben die einen anderen Monat. Ramadan ist Tag und Nacht. Nachts ist auch noch Ramadan. Tagsüber dienst du Allah und nachts dienst du dem Shaitan. Was ist das für ein Ramadan? Was ist das für ein Verständnis von Ramadan? Was ist das für ein Verständnis von der Ubudiyya zu Allah subhanahu wa ta'ala? Du bist tagsüber der Diener von Allah und nachts bist du der Diener vom Satan. Deswegen, liebe Freunde, liebe Geschwister, nehmt euch gute Freunde. Hast du irgendwo einen guten Freund, der betet fünfmal in der Moschee, der hat ein bisschen gutes Benehmen, er versucht, Koran zu lernen, Vorträge zu hören, Gutes zu tun, dann klammer dich an ihn. Einer, der besser ist als du, klammer dich an ihn, damit er dich noch weiter mitzieht auf dem geraden Weg. Ja, und nicht nur, heutzutage, worauf achten wir? Ja, wenn meine Freunde cool sind, ja, dann gehöre ich dazu, dann gehörst du den Coolen. Wenn mein Freund ein fettes Auto hat oder Geld hat, dann kann ich mitgenießen. Ja, wenn mein Freund berühmt ist, ja, dann bin ich mit von der Partie. Ja, wenn mein Freund, der ist voll lustig, der bringt mich immer zum Lachen. Allah hat dich nicht erschaffen, damit du lachst. Allah hat dich dafür nicht erschaffen. Du bist nicht erschaffen worden, um zu lachen im Diesseits. Sondern du kannst ruhig lachen, wenn es was zu lachen gibt. Ja, aber du wurdest dafür erschaffen, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Manchmal mit Lachen und manchmal mit Weinen und manchmal mit glückselig sein und manchmal, aber die, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Deswegen, liebe Geschwister, soll man versuchen, gute Freunde zu haben und an diese zu klammern, mit ihnen zu sein. Lachen ist gesund, Lachen ist wunderschön. Wallahi wunderschön, wir sollen auch lachen. Aber man soll sich seine Freunde nicht aussuchen, ja. Manche Leute, wonach suchen sich ihre Freunde aus? Ja, der hat Geld, der hat ein fettes Auto, der ist cool, der ist bekannt, der ist, bei dem hat jeder Respekt und Angst vor ihm. Was ist das für ein Freund?
Interessiert mich das? Will ich hier mit der Gangster rumhängen? Oder brauche ich einen Bodyguard oder was? Nein, ich suche mir erstmal coole Leute aus. Coole Leute sind die, die mich voranbringen. Ja, von denen ich Nutzen trage. In diesseits und im Jenseits ganz besonders. Ja, ganz besonders im Jenseits. Leute, die mir was beibringen können in meiner Religion. Leute, von denen ich profitieren kann für mein Jenseits. Damit Allah mit mir zufriedener ist. Damit ich selber, ich bin nicht so stark, jeder von uns ist schwach. Ja, ich bin schwach, zum Beispiel ich schaffe es nicht, meine Gebete in der Moschee zu beten. Ich schaffe es nicht, zum Beispiel allgemein 5-mal am Tag zu beten. Aber mein Freund, der betet immer, pünktlich. Ja, der wird mich mitziehen, der wird mich immer erinnern. Hey, komm, lass mal beten, es ist Gebetszeit. Ja, wenn ich mit ihm rumhänge, ich bin schon mal sicher, dass ich pünktlich bete. Hey, dann hast du schon mal, da profitierst du richtig. Und nicht, weil er ein cooles Auto hat. Was interessiert mich ein cooles Auto? Verdien es dir, hast du es dir nicht verdient, dann brauchst du es auch nicht, ist auch egal. Ja, dann verdienst du dir in deinem Jenseits, hast du ein richtig cooles Auto für die Ewigkeit. Nicht so ein billiges. Diese Autos hier, die sind cool. Ein AMG, ein M5, M3 und so weiter, ja. S-Line, dies, das. Ja, alles cool, mashallah. Oder Range Rover und die ganze Palette, Autobiografie und alles Mögliche. Alles cool, mashallah. Aber nicht, wenn das ohne den Weg Allahs. Wenn du auf dem Weg vom Satan bist, was nützt dir denn ein cooles Auto? Dieses Auto ist sowieso nach 20 Jahren auf dem Schrott. Oder inseriert auf mobile.de für 1000 Euro. Khalas, ist vorbei. Entweder ist die Zeit von dem Auto vorbei oder deine Zeit ist vorbei. Ja? Entweder ist das Auto dann irgendwann auf dem Schrottplatz oder du bist unter der Erde. Eins von beiden, was zuerst kommt. Deswegen ist das nicht das Wesentliche. Das Wesentliche, liebe Geschwister, such dir gute Freunde aus. Wallahi, wir haben momentan im Ramadan Muslime, die einfach Schrott machen. Wallahi, du gehst an Cafés vorbei oder so, dann hängen da Muslime die ganze Nacht irgendwie in Cafés, sind am Rauchen, labern Müll. Oder du gehst zum Tarawih-Gebet oder zum Maghrib-Gebet. Khalas, der hat schon gegessen, der sitzt da. Dann gehst du zum Qiyam al-Layl oder zum Fajr-Gebet, also um 3 Uhr morgens. Hey, der sitzt immer noch da mit seinen Kiffen und mit seinen Joints und labert irgendeinen Müll oder hört irgendeinen Müll. Was ist das für ein Ramadan, liebe Geschwister? Und Allah, ich habe auch gehört von anderen Brüdern, die kaputt sind und Schwestern vielleicht. Ja, das heißt nicht, dass man keinen Spaß haben darf. Ja, aber wirklich, sucht euch gute Freunde, dann seid ihr auf einem guten Weg, inshallah. Ja, sucht euch gute Freunde. Und das ist eine Warnung auch im Koran für die Leute, für diese Leute. Wenn deine Freunde alle kaputt sind, dann wirst du nicht super sein. Wenn deine Freunde alle kaputt sind, nicht auf dem Weg sind, nicht rechtschaffen sind, nicht gottesfürchtig sind, dann ist es sehr, sehr, ja, dann ist es schon fast sicher, dass du, ja, nicht das Gegenteil sein wirst. Wenn die kaputt sind, wirst du wahrscheinlich auch kaputt sein. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber auch kaputt. Wenn sie rechtschaffen sind, gottesfürchtig sind, gut sind, wirst du inshallah auch entweder so sein oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Aber nicht das ganze Gegenteil davon. Ja, außer man ist ein kompletter Hollywood-Bollywood-Spieler. Ja, man ist Schauspieler Deluxe. Dann ist es natürlich, kann das möglich sein. Deswegen, liebe Geschwister, möge Allah uns alle recht leiten und uns alle gute Freunde schenken, die uns inshallah unterstützen, noch besser zu sein und Gutes zu tun, unsere Pflichten zu erfüllen, dass sie uns auch ermahnen, dass sie uns auch erinnern, dass sie uns auch einen guten Ratschlag geben, wenn wir was Falsches gemacht haben, was Falsches gesagt haben, was falsch liegen, dass sie uns auch erinnern und ermahnen und uns das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Möge Allah uns allesamt recht leiten, von uns allen annehmen. Ich glaube, es ist jetzt Sonnenuntergang in einigen Minuten auch hier. Inshallah und bei euch, glaube ich, auch. Möge Allah von uns und euch annehmen. Macht inshallah Dua, bevor ihr Fasten bricht. Denn die Dua wird angenommen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.